Hallo zusammen. Heute gibt es einen Schokoladekirschkuchen. Ihr wisst ja, ich will meinen Kanal aufgeben, das heißt, ich will nicht, ich muss. Und ich habe auch noch einige Restbestände und die muss ich auch verarbeiten. Wie hier zum Beispiel die Schokolade. Ich habe hier Kuchenglasur gemischt mit Kuvertüre. Und die brauche ich eigentlich nicht mehr und deswegen verwende ich das jetzt für meinen Rührteig. Natürlich könnt ihr Kuvertüre oder Schokolade verwenden, das ist ganz normal. Ich will ja nur aufräumen. Die Schokolade mit der Sahne habe ich ins warme Wasser gestellt, damit es auflöst. Ich will das dann in meinen Teig bzw. in meine schaumige Butter mit dem Zucker mischen. Und alles aufschlagen damit. Und natürlich die Butter ist auch noch fest. Die muss auch noch erstmal weich werden, Zimmertemperatur erreichen. Und deswegen richte ich jetzt alles mal zusammen und gehe anschließend frühstücken. Unfreiwillig habe ich natürlich auch wieder einen Fehler eingebaut. Und der kommt jetzt. Ich gebe jetzt die Eier zum Zucker. Und das ist nicht gut für eine Rührmasse. Aber ich bemerke natürlich meinen Fehler rechtzeitig. Die Sauerkirschen habe ich schon abgeleert aus dem Glas und meine Schokolade löst sich auf und jetzt gehe ich wirklich frühstücken. So, und jetzt nach dem Frühstück, Schokolade aufgelöst. Sie ist jetzt noch warm, also muss ich weiterhin warten und daher meine Form vorbereiten. Butterbrotpapier unten rein. Ich nehme heute die quadratische Kuchenform und schon ist die ausgelegt. Und jetzt meine Eier, Butter dazu. Tja, und jetzt in die Rührmaschine und jetzt geht's los. Halt mal, da stimmt was nicht. Also die Eier wieder raus in eine Tasse rein und dann kann ich meine Butter mit dem Zucker aufschlagen, so wie sich das gehört. Also Zucker mit Butter aufschlagen und ich gebe dann noch die Schokolade dazu und ihr seht, sie ist jetzt schon leicht cremig, sie ist kalt und so habe ich sie genau richtig. Und jetzt Maschine einschalten, glatt rühren alles und dann kommt so langsam die Schokolade dazu. Erstmal ein bisschen das gut drunter rühren und natürlich zwischendurch immer wieder vom Rand lösen, glatt arbeiten. So, und jetzt raus damit, jawohl, vom Rand lösen. Ne, zuerst kommt der Rest noch dazu. Natürlich alles, die Schüssel wird ganz sauber gemacht, wo die aufgelöst wurde, die Schokolade. Und dann wieder rein in den Maschine, glatt rühren, vom Rand lösen. Ihr wisst das ja, immer das Gleiche. Rührmasse wird immer genau so hergestellt. Eins nach dem anderen, immer wieder vom Rand lösen. Und jetzt kommt die Eier dazu. Normalerweise nur eins, aber die hängen halt jetzt zusammen. Egal, mit Mehl abwechselnd darunter geben. Nicht schaumig rühren, nicht schlagen, ganz langsam, wir haben Zeit. Und einfach ein Ei nach dem anderen mit dem Mehl darunter. Und bei jeder Rührmasse betone ich das immer wieder. Mit Ei und Mehl die Masse auf keinen Fall schaumig rühren. Das wird kein schaumiger Kuchen dann. Der wird dann speckig oder kann speckig werden. Das ist nicht gut, also nur ganz kurz zusammenrühren, nochmals vom Rand lösen, damit alles richtig schön gleichmäßig gerührt wird, kurz durchrühren und wie gesagt, nie schaumig rühren. Das ist der größte Fehler, den man bei einer Rührmasse machen kann. So, und jetzt kommt die eine Hälfte der Rührmasse in die Form rein, glatt streichen. Und dann kommen Oblaten drauf. Das mache ich so, damit die Kirschen, die jetzt anschließend in die Mitte kommen, nicht absacken, nicht auf den Grund runtergehen und sie bleiben dann schön in der Mitte.
Ihr werdet es dann im Anschnitt sehen. Die Kirschen gleichmäßig verteilen, die sind ja jetzt schon richtig schön trocken. Also nicht mehr, das Saft läuft nicht mehr weg und jetzt kommt noch etwas Zimt darüber. Kirschen und Zimt, das verträgt sich immer gut. Und dann die restliche Rührmasse darauf schön gleichmäßig verteilen und einstreichen. Sehr vorsichtig, damit sich die Kirschen nicht aufbäumen. Und dann ab in den Ofen. Und bei 180 Grad etwa, Umluft, circa 45 Minuten backen. So, der ist fertig. Lieber 5 Minuten länger backen als wie 5 Minuten zu wenig. Und dann mit einem glatten Messer vom Rand lösen, die Springform ablösen, drehen auf einem Kuchengitter und Papier abziehen, wieder umdrehen und auskühlen lassen. Tja, und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Leider sieht man bei dem dunklen Rührteig die Kirschen nicht so gut, aber er war trotzdem hervorragend sehr gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.